Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalter Gottes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel In schweren Zeiten wirtschaften. Gott ist ein selbstloser Gott. Er hat alles gemacht, dass es dem Gesamtwohl dient. Der Mensch wurde als Krönung dieser Schöpfung gemacht. Er sollte der Versorger sein des Kreislaufs dieser Erde mit all dem, was da drauf ist. Und die Frucht sollte er zu Gott zurückbringen. All das war der Zweck seiner Schöpfung und Gott tat ihn in ein Bundesverhältnis mit ihm. Der Mensch betrog sich selbst, indem er dachte, er könnte selbst der Versorger sein und trennte sich damit von Gott und damit wurde er und alles, was an ihm hing, in den Tod gerissen. Er wurde ein Sklave Satans und in diese Sklaverei, das schlimmste Teil dieser Sklaverei ist, dass der Mensch sich selbst nicht sieht, dass er ein Sklave ist. Er denkt nämlich als Gott, er sei unabhängig, er hätte einen freien Willen und könnte entscheiden, wie er will. Er sieht nicht, dass all das, was er tut, zum Tode führt. Deshalb hat Gott einen Ausweg gefunden. Er hat den Menschen in seinem Sohn, seiner Gottheit zugefügt, indem er auf diese Welt kam, den Menschen befreite, indem er die Nabelschnur zerschnitt und somit den Menschen von Satan wegbrachte. Er erneuerte ihn durch die Auferstehung und wurde damit wieder mit Gott verbunden. Damit kann die Erde und der Mensch wieder ewig leben nach der neuen Schöpfung. Jetzt bietet Gott jedem Menschen, das er durch den Glauben aufnimmt, dieses große Angebot eines neuen Lebens, um mit Gott wieder verbunden zu sein, um wieder in ein Bundesverhältnis mit Gott zu treten, in dem der Mensch, der Sohn, die Tochter, das Kind Gottes ist und somit, genauso wie Gott selbstlos ist, auch selbstlos ist und somit seinen Auftrag erfüllen kann. Wir haben den Titel für diese Betrachtung In schwierigen Zeiten wirtschaften. In schwierigen Zeiten, das heißt eine Krise, offenbart den Unterschied zwischen dem Haushalter und dem Besitzer. Das ist denn die Auseinandersetzung. Es geht nicht darum, dass ich wirtschafte, sondern für wen ich wirtschafte. Bin ich Besitzer, wirtschafte ich für mich selbst. Und in schweren Zeiten werde ich Schwierigkeiten haben, weil ich werde mir Sorgen machen um mich selbst. Und wir haben zurzeit die Situation, weil wir ja kurz vor der Wiederkunft Christi stehen, wo die Zeiten auf Sturm stehen. Und es schwierig ist. Und jetzt sieht man in der Krise, wirtschafte ich für mich oder wirtschafte ich für Gott? Weil eins ist sicher, man kann nicht als Besitzer für Gott wirtschaften und man kann nicht als Haushalter Besitzer werden. Das Gesetz verbietet das. Und in dieser Krise, in der wir stecken, muss jeder Mensch durch sein Wirtschaften beweisen, für wen er wirtschaftet. Aber er wird für den wirtschaften, für den er sich hält. Sieht er sich als Besitzer, sieht er sich als Gott, dann wird er in Angst und Panik geraten für das, was da ist und was noch kommen wird. Weil wir wissen, es wird nicht einfach sein, das, was kommt. Aber wenn ich nur Haushalter bin, dann bin ich zwar eins mit meinem Vater, aber ich werde mich nicht um die Mittel kümmern, die ich ja nicht zu besorgen habe. Das heißt, Gott ist derjenige, der die Mittel gibt. Ich verwalte sie nur. Und habe ich keine Mittel zum Verwalten, dann bin ich halt weniger aktiv oder habe ich weniger Mittel zu verwalten, aber ich habe dadurch keinen persönlichen Schaden. Ich finde es zwar schade, dass man nicht mehr so viel tun kann und so viel erwirtschaften kann für Gott, aber ich als Haushalter bin dabei nicht in Angst und Not. Und alles, was wir verstehen müssen und was ich möchte, dass wir in dieser Betrachtung sehen, ist, dass die Seiten nicht
gewechselt werden können. Das heißt, ein Besitzer kann nie zu einem Haushalter werden und ein Haushalter kann nie zu einem Besitzer werden. Und die Krise soll ja nur dieses offenbaren. Wie ich schon vorhin sagte, es geht nicht ums Wirtschaften. Und ich hoffe, wir haben das in den letzten Betrachtungen eindeutig klar gemacht. Es geht nur darum, für wen ich wirtschafte. Und wenn ich mich als Mensch, als Besitzer sehe, als der, dessen Leben von dem abhängt, was er erwirtschaftet, dann muss die Angst regieren. Hängt aber mein Leben nicht davon ab, dass ich das Mittel für das, was ich umsetzen soll, herstellen soll, sondern mein Leben hängt nur davon ab, dass ich es umsetze, was Gott zur Verfügung steht, und dann bin ich ein freies Wesen und kann auch in schwierigen Zeiten richtig wirtschaften und richtig handeln. So, ich möchte eine Sache klar machen. Es gibt nur eine Auseinandersetzung, in der wir stehen. Und ich möchte klar machen, dass das Absolute, die nicht überwindbare Grenze, das Gesetz ist. Und es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Gott ist die Ursache und der Mensch ist die Wirkung. So wie Gott nicht Mensch werden kann, kann auch der Mensch nicht Gott werden. Das ist zu 100%ig ausgeschlossen. Warum? Weil die Grenze es nicht erlaubt. Die einzige mögliche Täuschung eines Geschöpfes wäre, die Grenze aufzuheben. Wir sprechen ja viel von der Selbsttäuschung. Und die Selbsttäuschung ist nichts anderes als die Idee, ich könnte die Grenze aufheben. Das heißt, ich könnte die Mauer zur Seite tun und Gott könnte dann ein Geschöpf werden und der Mensch könnte ein Schöpfer werden. Das ist die einzige mögliche Täuschung. In diese Täuschung fiel Luzifer, der erste Engel, den Gott gemacht hatte, hinein. Er wollte diese Grenze verschieben und wollte sein wie Gott. Die Bibel beschreibt es uns, dass er plötzlich dachte, ihm gehört alles. Er wurde jetzt Besitzer der Dinge, des Goldes und all der Schmuckes, den Gott angelegt hatte. Jetzt war er plötzlich der, dem das gehörte. Diese Grenze, die er überschreiten wollte, war aber nicht überschreitbar. Sie geht nicht zu überschreiten, weil es nicht möglich ist. Nie ist es möglich, dass Gott das Geschöpf wird und das Geschöpf Gott wird. Deshalb war sein Unternehmen purer Irrsinn. Aber er hat es geschafft, sich so selbst zu betrügen, dass er mit dem Kopf durch diese Wand wollte. Aber die Wand ist nicht wegdenkbar. Gott hat sie aufgestellt und niemand kann sie abreißen. Diese Wand ist absolut. Nichts kann sie zur Seite tun. Luzifer zerbrach sich den Kopf daran, dass er durch die Wand wollte. Und Gott erlaubte es ihm. Er erlaubte ihm und seinen Anhängern, die dachten, sie könnten diese Wand zur Seite tun, dass sie leben. Und er erlaubte ihnen, dass sie auch den Menschen versuchten. Und Adam fiel in dieselbe Selbsttäuschung hinein. Er könnte aus einem Haushalter ein Besitzer werden. Kann er das? Nun, 6000 Jahre des Todes und des Leides beweisen, dass das nicht geht. Es ist nie möglich, dass diese Grenze zur Seite gelegt wird, weil sie kann nicht zur Seite gelegt werden. Weil das würde dann die ganze Ordnung, die es existiert und womit das Universum funktioniert, würde nicht mehr funktionieren. Es wäre nicht mehr möglich, wenn der das
iPad hier gemacht hat, das iPad werden könnte. Und wenn das iPad der Erschaffer des iPads oder der Konstrukteur des iPads werden könnte, dann wo wäre noch eine Ordnung möglich? Wenn alles, alles werden kann, dann ist das nicht mehr möglich. Eine Ordnung, eine Funktion ist ausgeschlossen. Deshalb, als Gott diese Grenze errichtete, machte er klar, wie alles zu funktionieren hat. Und er hat alles in diesem Sinne geschaffen. Wir lesen am Anfang der Schrift, wie Gott schuf. Er sprach und es war da. So alles, was Gott verlässt, sein Wort, das ihn verlässt, wird Wirkung. Das ist entscheidend, dass wir es verstehen. Wenn Gott spricht, so entsteht etwas. Und das Erste, was er sagt, es werde Licht. Und was passierte? Es ward Licht. Ist jetzt dieses Licht Gott? Natürlich nicht. Es ist der Ausdruck seines Willens. Er hat es gesagt, das Wort kommt aus ihm heraus und durch das Wort schafft er das Licht. Das Licht kann aber nicht er sein. Jetzt sagt er, es werde Himmel und er schaffte den Himmel. Und dann schaffte er die Erde. Und dann schaffte er die Pflanzen auf der Erde. Und dann am vierten Tag schafft er die Sonne und den Mond und die Sterne am Himmel. Und dann sprach er und es wurden Vögel und Fische im Meer. Und am sechsten Tag schuf er die Tiere, die Landtiere und den Menschen. Alles, was er machte, ist eine Wirkung. Das, was er macht, so wie der Konstrukteur dieses iPads, ist nicht er, kann nicht er sein. Deshalb, durch das Gesetz als Kanal erhält Gott alles in Existenz und Funktion. Das heißt, all das, was wir hier sehen und was existiert, muss von Gott aktiv erhalten werden, dass es da ist und dass es funktioniert. Das Element hat selbst eine Aufgabe. Aber wenn Gott es nicht erhalten würde in seiner Existenz und Funktion, könnte es nichts erfüllen. Würde Gott seine Kraft zurückziehen, dann würde alles verschwinden, was da gemacht wurde. Weil alles besteht durch ihn. Der Apostel Paulus hat es deutlich gemacht. Im Römer Kapitel 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. So, Gott erhält das Ganze. Aber die Energie, mit der er alles erhält, ist nicht er, sondern es ist die Wirkung aus ihm. So, alles, was Gott verlässt, ist Wirkung. Alles, was Gott verlässt, ist Wirkung, ist nicht mehr er. Und jetzt haben wir natürlich, wenn wir diese Klarheit des Gesetzes nicht kennen, auch wenn wir die Bibel lesen, Schwierigkeiten, weil wir könnten manchmal Texte finden, die diese Grenze aufheben würden. So haben wir zum Beispiel in Johannes Evangelium Kapitel 1, da steht im Anfang, war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und jetzt müsste man sagen, aha, das Wort war bei Gott, aber das Wort ist doch Gott. So könnte es die Wirkung, könnte eine Ursache sein. Wenn wir aber wissen, wer mit dem Wort gemeint ist, dann wissen wir, dass es nicht um sein Sprechen ist, sondern dass es um seinen Sohn geht, der immer mit ihm ist. Weil wir lesen weiter unten, Vers 14, und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes Gottes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So. Jetzt müssen wir sehen, Christus ist der, durch den Gott alles geschaffen hat. Er ist das Wort, aber das bedeutet, er ist Gott. Er ist nicht das gesprochene Wort. Weil wenn wir sagen, er ist das gesprochene Wort, dann ist das schon eine Wirkung. Weil aus dem Wort, was Gott spricht, entsteht was. Und hier ist Christus als Schöpfer gemeint. Der Johannes hat das schön zusammengefasst. Aber habe ich nicht die Klarheit, was gemeint ist, kann ich es auch nicht verstehen. Und dann kommt die nächste Schwierigkeit, Vers 14, wo er sagt, und das Wort ward Fleisch. Das heißt, wenn jetzt das Wort Gott ist, und wir haben ja gesagt, wir haben es definiert, Christus ist das Wort, weil jetzt wird Christus Fleisch, ja, und er wohnte unter uns. Also, was ist das? Wurde Christus, der das Wort, das Gott ist, Mensch? Wenn wir wiederum nicht verstehen, dass Gott kein Mensch werden kann, weil dann wäre er ja nicht mehr Gott. Deshalb finden wir in Christus. Er fügt den Menschen hinzu. Und jetzt drückt die Bibel das so aus, wie wenn aus Gott, aus Christus, der Mensch Christus wird. Nein, der Mensch Christus wird der seiner ewigen Gottheit zugefügt. In dem Sinne wird er Fleisch und wohnt unter uns. Weil man hat ihn ja gesehen, man hat Christus gesehen, wie er gewohnt hat. Seine Gottheit war verhüllt, indem dass er den Menschen angezogen hatte, um sich. Man konnte Gott nicht sehen, aber man konnte den Menschen Christus sehen, weil der steht hier, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Wer hat denn Jesus gezeugt? Von wem hat Johannes gesprochen? Und er mag sogar hier davon, von dem neuen Schöpfung gesprochen haben in seiner Zusammenfassung. Aber er ist gezeugt vom Vater als Christus, als der, der Fleisch ist. Weil der hat einen Anfang und hat einen Anfang, der Sohn Gottes, der von Gott gezeugt ist, der Menschensohn, der hat einen Anfang, der das Wort, das bei Gott ist, der ewige Sohn, der hat keinen Anfang. Deshalb, wenn wir wissen, dass diese Grenze hier nicht verrutschbar ist, dann können wir das Wort Gottes deutlich verstehen und kommen nicht auf die Idee, dass wir die Worte, die immer unzureichend sind, um Dinge zu beschreiben, und uns müssen uns danach worten, sagt, da steht doch hier, es ward Fleisch. Also wurde Christus Fleisch. Dann hätte er nicht sagen können, und dann müsste es eine Vermischung der Gottheit mit der Menschlichkeit gewesen sein, was ja viele leider glauben, was nicht geht. Er war 100% Gott und er zog den Menschen zu 100% über ihn ein. Er addierte den Menschen seine Gottheit. Aber es war nicht eine Vermischung des einen mit dem anderen. Christus musste, wir werden es gleich sehen, als Mensch handeln und nicht als Gott. So, diese Grenze ist entscheidend, dass wir sie verstehen. Die Auseinandersetzung, welche Luzifer mit Gott angezettelt hat, hat nur einen Fokus. Und das ist, die Grenze aufzuheben. Er will die Grenze zwischen Ursache und Wirkung aufheben, was nicht geht. Es geht um nicht mehr im großen Kampf. Es geht nur um diese eine Grenze. Kann ein Geschöpf der Schöpfer werden, was nicht geht? Und auch der Schöpfer kann kein Geschöpf werden, weil dann würde das eine aufhören zu existieren und würde es mit dem anderen ersetzen. So auch mit Christus.
der Versucher kommt. Und wir lesen in Matthäus 4, 23. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. So, warum versucht ihn denn Satan in dieser Art und Weise? Satan weiß ganz genau, wen er vor sich hat. Er kennt Jesus, weil er hat ihn ja geschaffen. Den Gott, den das Wort, das von Anfang war und das Gott ist, erkannte ihn. Und er spricht ihn an. Aber hier hat er ja die Menschheit über seine Gottheit angezogen. Und er war in der Wüste und hungerte als Mensch, nicht als Gott, weil ein Gott braucht kein Essen, muss auch nicht hungern. Nur ein Mensch kann hungern. Nur ein Mensch kann am Ende seine Kräfte kommen, weil er ist abhängig. Er ist nicht durch sich selbst existierend, wie Gott ist. Die Ursache hat schon immer existiert und es gibt für sie keine Ursache, weil sie aus sich selbst existiert. Aber der Mensch, der Sohn Gottes, der geworden ist und das Fleisch angezogen hat, der ist abhängig. Der muss essen, damit er lebt. Und jetzt kommt der Versucher und versucht ihn genau an dieser Stelle. Was will er denn? Wozu will er Jesus bringen durch seine Versuchung? Er will, dass Jesus an der Grenze rüttelt. Er will, dass Jesus diese Grenze aufhebt, dass er als Mensch das aufgibt und als Gott handelt. Und wir wissen, dass Jesus beide Naturen hatte. Er war Gott zu 100% und er war Mensch zu 100%. Er hätte aber, um auf seine Gottheit zurückzugreifen, um aus Steinen Brot zu machen, was ein Mensch nicht kann, hätte er seine Menschheit aufgeben müssen. Er hätte aufgeben müssen, Sohn zu sein. Das heißt, ein abhängiges Wesen vom Vater. Deshalb antwortet er seinem Versucher sehr deutlich, indem er sagt, und er antwortet und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. So, jetzt trifft er den Versucher auf der Ebene, wo der Versucher schon immer gedacht hat, er könnte Erfolg haben. Jesus macht klar, ja, ich bin Mensch und ich brauche Brot. Aber ich habe auch einen Geist, der lebt vom Wort. Und ich lebe von dem Wort meines Vaters, der gesagt hat, dass er für alle meine Bedürfnisse sorgt. Weil es ist nicht des Menschen Aufgabe, sich seine Bedürfnisse herzustellen. Das versucht Satan, dass Christus es tut. Dass Christus seine Bedürfnisse herstellt. Das kann er nicht. Es sei denn, er wird zu Gott. Aber wenn er seine Gottheit benutzt, dann braucht er auch kein Brot. Ich hoffe, ihr seht die Grenze, an der Satan rüttelt, an der der Versucher rüttelt, ist, Christus als Menschen dazu zu bringen, als Gott zu handeln. Aber das könnte er nur tun, wenn er seine Menschlichkeit, seinen Menschen aufgeben würde. Und damit hätte Satan gesiegt. Er hätte ihn bezwungen. Aber Christus wusste, ich bin der Menschensohn. Ich bin das Kind meines Vaters. Und mein Vater hat mir versprochen, er sorgt für alle meine Bedürfnisse. Und wenn er es auch nicht täte, ich lebe nicht
dadurch, dass ich mein Brot mir machen kann. Ich kann mir mein Bedürfnis nicht besorgen. Das ist eine absolute Grenze zwischen Gott und dem Geschöpf. Das Geschöpf setzt etwas um. Gott ist der, der unser Bedürfnis zur Verfügung stellen muss. Wenn ich aber jetzt versuche, mein Bedürfnis selbst herzustellen, dann muss ich denken, ich bin Gott. So, ich hoffe, wir verstehen, dass das die Auseinandersetzung ist in jedem Bereich des Menschen. Und wir kommen in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte in diese letzte Auseinandersetzung, sozusagen, wo jeder Mensch sich entscheiden muss, ob er ein Geschöpf ist oder ob er ein Schöpfer ist. Wir kennen die Texte aus der Offenbarung 13, ich lese nur 16 und 17, und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte, allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Was soll das denn mit diesem Mahlzeichen? Was hat es für einen Zweck? Dieses Mahlzeichen ist nichts anderes als die sogenannte Versiegelung des Irrtums des Menschen, dass er denkt, er ist Gott. Man könnte nie, es wird kein Mensch das Mahlzeichen annehmen, es sei denn, er täuscht sich. Er könnte jemand sein, der er nicht ist. Vers 17, dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines Namens. Die Besitzer werden sich alle das Mahlzeichen geben lassen. Warum? Weil ihr Leben von dem abhängt, dass sie sich die Mittel selbst besorgen. Sie müssen was tun. Sie müssen sich einem Menschen unterordnen. Sie müssen genau das tun, was Satan wollte, dass Christus tut. Folge mir. Mach aus Steinen Brot. Oder wer später sagt, hier, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Du musst sie nur aus meiner Hand nehmen. Der Versucher kommt und sagt, du kannst ohne Geld nicht leben. Du kannst, ohne dass du dir irgendwo Nahrungsmittel besorgst, nicht funktionieren. Und das stimmt. Die Frage ist nur, wer hat denn diese Nahrungsmittel in seiner Hand? Der Staat? Die Macht, die mir das aufzwingen will? Oder hat das Gott in seiner Hand? Deshalb, jeder, der sich als Besitzer sieht, der denkt, er ist Gott, der muss sich für seine Bedürfnisse sorgen. Der muss aus seinen Steinen Brot machen. Der muss denken, wenn ich jetzt nicht auf einen Menschen höre, dann sterbe ich. Er weiß nicht, dass sein Leben nicht von einem Menschen abhängig ist. Er ist nicht von einer Regierung abhängig, weil er lebt ja aus Gott. Deshalb gibt es am Ende nur noch zwei Kategorien von Menschen. Die Besitzer sind, die haben alle das Mahlzeichen, weil sie müssen sich ihr Leben retten. Jesus, wenn er gedacht hätte, er ist nicht das Kind des Vaters, hätte er sein Leben unbedingt retten müssen. Und irgendetwas machen, damit er Brot kriegt. Aber nein. Er weiß, dass sein Brot sicher ist. Und ich finde es so schön, dass die Bibel das so deutlich beschreibt und sagt, sein Wasser und sein Brot ist ihm gewiss. Es ist da. Er muss sich darum nicht kümmern, weil das ist Gottes Aufgabe zu kümmern. Bei Jesus war es Gott, der den Engel sandte, dass er ihm Brot brachte, dass er ihn wieder belebte und er an seine Arbeit gehen konnte. Jesus hat sich nicht um das gekümmert, was er nicht konnte, was nicht in seinem Bereich ist, weil er kannte die Grenze. Er kannte seine absolute Abhängigkeit als Mensch von seinem Vater. Deshalb hat er gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich lebe
von meinem Vater, von der Klarheit, dass er für mich alleine das Mittel besorgen muss. Und ich werde es dann aufnehmen und essen. Aber dass ich mir das Mittel besorge, durch irgendwelche Dinge, werde ich nicht können. Und jetzt hat Satan in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte versucht, die Mittel an sich zu reichen. Das heißt, er versucht, durch Menschen zu sagen, ich bestimme, ob du zu essen hast oder nicht. Ich bestimme, ob du was kaufen kannst oder nicht. Deshalb, wenn du dich meiner Menschenführung unterordnest, dann hast du zu essen, weil ich bin der, der dir das Essen gibt, der dir das Haus gibt und so weiter. Und wenn ich verstehe, dass das nicht geht, dass das sind die Räuber Gottes, die tun sich an Gottes Stelle und sagen, ich will dir das Essen verteilen. Nein, das geht nicht. Deshalb die Haushalter, die wissen, wer sie sind. Sie wissen ihre Abhängigkeit von Gott. Und sie warten auf den Engel Gottes, der ihnen, genauso wie Jesus, das Brot und das Wasser zur richtigen Zeit bringt. Wir sind und wir gehen stürmischen Zeiten entgegen, wo alles sich darum drehen wird, ist mein Leben gesichert oder nicht? Als Haushalter ist es gesichert, weil es ist in Gott gesichert. Als Haushalter weiß ich, alle meine Bedürfnisse sind durch Gott vorhanden. Und ich werde niemanden anders mich unterstellen zu denken, dass jemand anders mir meine Bedürfnisse besorgen könnte. Die, die sich zwischen Gott und mich stellen wollen, sind Räuber, weil sie wollen mir das, was von Gott kommt, verkaufen, wie wenn es ihres wäre, damit ich ihnen untertan bin. Und das muss ich vermeiden. Deshalb wird sich die Spreu vom Weizen trennen in diesen unseren Tagen. Und sie wird sich gerade an dieser einen Sache trennen, wer ich bin. Als Besitzer, ich kann ja kein Besitzer sein, lebe ich in der Täuschung, dass es eine Überschreitung der Grenze geht, während ich als Haushalter weiß, dass die Grenze nicht überschreitbar bin. Und ich versuche es auch nicht, weil jeder Versuch würde scheitern. Und Gott hat bewiesen, dass keiner von den Menschen diese Grenze überschreiten kann. Luzifer konnte es nicht. Die Engel, die mit ihm sich verbündet haben, konnten es nicht. Und auch die Menschen können es nicht. Deshalb wollen wir als die Haushalter Gottes uns bewusst sein, wer wir sind in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Und egal, mit viel oder wenig, für unseren Heiland, für unseren Schöpfer wirtschaften. Und er wird uns die Mittel zur Verfügung stellen. Und wir werden Brot und Wasser immer haben. Amen.